Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir sind hier in Falkenring und wir müssen zurück der Bruderschaft. Und zwar schnell, denn die wird anscheinend angegriffen von den Kaiserlichen. Und wir müssen Astrid retten und den Nazi, ihr wisst, wen ich meine. Und all die anderen, dessen Namen ich nicht weiß. Oh Gott, das ist ein Gegner. Oh! Ah, da, Zauberer. Hey, bleib hier. Ah, nein! Das sind die Kaiserlichen. Oh! Wo ist der Nächste? Komm her. Ihr tötet mir die Leute nicht. Bist du. Ah, so. Da kommt noch einer. Da, komm her. Nein! Nicht daneben hauen. Warte, ich durchsuche jetzt erstmal die Meister bestimmt. Pfeile! Das Feuerholz brauchst nicht. Warum hat der Feuerholz dabei? Ja, kein Mensch weiß das. Ihr beide. Gold, Wein. Braucht kein Mensch. Du? Gold. Ja, die Zeit muss man sich nehmen. Das Bursch, das Bogenschütze hier. Ja, daneben. Oh, du bist aber schlecht. Das war's. Pfeile, Gold. Und das war's. Wo ist der Eingang? Da. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen die anderen retten. Obwohl, eigentlich dürfen die ja gar nicht hinter die Tür gekommen sein, oder? Wissen die das Passwort? Das Secret. Ja, Ladezeiten, die habe ich auch vermisst. Über diese 3 Wochen. Aha, okay, geht ja. Oh, mein Controller hat vibriert. Ach du! Kacke, ich bin ja doch nicht rein. Bist dich. Bist dich. Ich hab gesagt, stirb! So, tot. Gold. Im Fall. Oh mein Gott. Das ist ja das reinste Massaker hier. Oh Gott. Viel zu viel Feuer. Viel zu viel Feuer. Astrid, wo bist du? Oh mein Gott. Wo kommen die denn hier? Oh mein Gott, das ist ein Werwolf. So ein Scheiß. Oh, der Werwolf ist tot. War das nicht der Boss? Also jetzt nicht der Nazi, sondern der Freund von der Astrid? Ach nee, ja doch. Oder etwa nicht. Die haben nur Scheiße dabei. Ah, hier. Ist da jemand? Ach, Gabriele, genau, ich gab's ja. Ah! Wo kommst denn du her? Stirb. Finish him. Gold. Tür. Muss ich da hin? Abgeschlossen. Was tut denn das hier an? Wo ist denn der? Lebt der noch? Ach, da oben. Hi, na? Oh, muss ich schon mal alles alleine machen hier? Kannst ja gar nichts. Ihr lebt also. Hi. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ach, sorry, ich musste gerade mal Ton anmachen. Ich hatte die ganze Zeit einen Ton aus. Okay. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns reingelegt. Ja. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Und bevor ihr fragt, nein. Was? Ich glaube nicht, dass ihr es wart. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank dafür. Du brauchst einen Hustenbonbon. Wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Boah, mal gucken. Aha.
Hä, wo bist du jetzt hin? Warte auf mir! Wo bist du? Ach da. Zack, zack. Nein, bist du nicht. Ach nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, wo bist du denn hier? Doch, das werden wir. Ich aber nicht. Tschüss, Opi. Alter, was geht denn da draußen ab? Ah! Alter, wow, Wasser. Was, wie? Wasser, Feuer. Ja, hi. Ich bin's wieder, ne? Kennst du mich ja. Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Schnell, Lasia. Ich sage euch doch, er ist da drin. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann verfluchtes Satansweib. Macht er eh nicht. Der lügt. Ihr könntet ja auch helfen. Ich bin nicht wirklich bekörpert. Ja, echt, helft dem guten Mann mal. Jetzt kommt schon. Ihr habt es fast geschafft. Alter, helf mir. Ich bin hier drin, ey. Ja, ich warte. Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid oh mein Gott, hi. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Ist sie in der Tod? Sprich mit Astrid, okay. Halt. Hi. So schnell, ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier in der Zuflucht. Folgt mir. Mir geht's gut, aber die Mutter der Nacht hat mir eine Aufgabe gegeben. Nee. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's. Nein. Siehst doch da hinten den Pfeil. Folgt doch einfach dem Pfeil. Gott. Oh mein Gott. Was ist das hier denn für... Was, wo bin ich denn? Hi! Ich weiß gar nicht, wo hier... Hat er da. Okay. Hier? Oh Gott, da war ein Raum hinter? Oh mein Gott, Astrid ist tot. Astrid! Oh mein Gott, die lebt. Ihr lebt? City sei Dank. Cool. Wirklich cool. Hi. Still. Bitte. Ich muss euch so viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Pimitus. Ich hab Hustenbonbons in der Tasche. Maro. Er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities. Das wirst du nicht tun. All dies. Es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich ja. Alle anderen umgebracht habe. Was? Ja, ich hab doch kein Mitleid mit dir. Also hier Verräter, ne? Mhm. Ja, ich habe alles in die Wege geleitet. Ich wollte euch tot sehen. Ich habe euch und die Mutter der Nacht verraten und alles, was mir sonst noch etwas bedeutet. Und nun hat Maro mich verraten. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten, doch ich habe mich geirrt. Aber ihr... Glaubtest nicht. Du, ne? Also gibt es ja. Nur noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang, einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament.
Oh mein Gott! Oh, was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hatte recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Cool, mach ich gerne. Du hast mich immerhin verraten, Astrid, und es tut mir auch leid. Aber was sein muss, muss sein. Mit der Klinge, die du mir eigentlich gegeben hast, werde ich so ein Scheiß. Hi. Treff sie doch. Hey, nein, das will ich gar nicht sehen. Taschendiebstahl hat ihn noch mit dabei. Nö. Hä? Was? 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 Lass hier! Was tut? Was? 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 Moment. Sie hat mir gesagt, ich soll sie töten. Habe ich das kleine Mädchen da getroffen oder was? Ach, so ein Scheiße. Oh. Toll. Jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen. Ich habe Laden abbrechen gedrückt. Danke. Es tut mir leid. Es ist alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Nein! Headshot! Nein, Nazi, hör auf! Stimmt nicht! Na, so ein Scheiß. Okay, was auch immer da gerade abgelaufen ist, ich habe echt absolut keine Ahnung. Ich werde jetzt nur mal bis dahin spielen und ab da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Was auch immer da los war, ne? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und ich sage dann bis dahin, tschüss.